Filme schon. Bianca, kannst du die Kamera neu richten? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Leute. Ich habe gleich... Es geht los. Wie es geht los? Mich verarschen. Ich wollte schon mal ankündigen, heute wird stressig. Heute wird stressig. Ich wollte euch eigentlich nur mitteilen. Ich glaube, so ein ähnliches Video habe ich jetzt schon 2-3 Mal gemacht. Und ich glaube sogar letztes Jahr zu Weihnachten. Ich werde nämlich heute Plätzchen backen. Ich glaube, ich werde wieder 30 Sekunden Zeit haben, mir das die Zutaten einzuprägen. Die werden gerade eine schlaue Liste liegen. Plätzchen backen wird für mich kein Problem sein. Merkt euch meine Worte. Ich habe euch gerade auf Snapchat gefragt, ob ihr unter mein letztes Instagram-Bild schreiben könnt, was ich doch bitte jetzt backen soll. Beziehungsweise ich habe einen Plätzchenteig und werde dann da bestimmte Sachen rausschneiden. Beziehungsweise rausschneiden. Das werde ich jetzt machen. Und ich habe noch nicht geguckt, was ihr mir in Instagram geschrieben habt. Ich kann mich auf eure Kreativität verlassen, sondern einfach mit den 30 Sekunden beginnen. Ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, mir diesen es einzuprägen. Das ist für mich kein Problem, behaupte ich jetzt einfach mal. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Ich übergebe dir den Zettel. Boah, bitte nicht übergeben. Ja, das wäre voll eklig. So. Okay, mach die Stoppuhr start. Und wir starten los. 100 Gramm Zucker, alles klar. 200 Gramm Butter. Alles klar, 300 Gramm Mehl, alles klar, ein Ei, eine Packung Vanillezucker. Das waren 100 Sekunden. 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, ein Ei. Noch 6 Sekunden. 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl. Stopp! Warte. Ja komm, so schwer war es jetzt nicht, oder? 100 Gramm Zucker, 200 Gramm... Nein. 100 Gramm Zucker, 200 Gramm... Ey, scheiße, Mehl war 300 Gramm. Was ist denn jetzt 200 Gramm? Warte mal, jetzt ohne Scheiß, was ist denn jetzt... Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, um die Sachen zu besorgen. Auf die Plätze, fertig und los! Ich schwöre auf alles, was mir wertvoll ist, dass ich gerade nicht weiß, was im zweiten... Es war 100, 200, 300, also... Zucker ist doch hier oben, was laberst du? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ein Drittel der Zeit ist um. Okay. Ich würde mich ein bisschen beeilen. 300 Gramm Mehl. Toll, das ist das alles, was wir... Toll, wir haben sonst noch Kartoffelmehl. Das ist ja was ganz anderes, Alter. Toll, ich glaube, voll das Ekel. Noch 9 Sekunden! Was, willst du mich verarschen? 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Nein! Moment mal, stopp, die Zeit ist vorbei! Ich habe mir die zweite Sache nicht gemerkt, mache mich gerade richtig aggro. 100 Gramm Zucker, eine Tüte Vanillezucker. Hast du auch rausgelegt, ja, ne? Und ein Ei. Vanillezucker habe ich vergessen, ja. Okay. Habe ich nochmal 20 Sekunden. Ich weiß, ich komme eh nicht aufs Zweite. Okay, los! Eins. Julian? Hieraus werde ich jetzt Kekse machen, ja? Hi. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, jo, der Junge macht Spaß, er hat wirklich die Butter. Ich wusste es einfach nicht mehr. Ich wusste es nicht. Ich werde euch jetzt mal überzeugen, was das für nice Plätzchen werden, Bruder. Okay, und wie messe ich das jetzt? Ach, komm, Bruder, ich mache nach Gefühl. Wir haben eine Waage und einen Messbecher. Haben wir eine Waage? Mhm. Zeig mal. Ich finde das scheiße, dass wir kein Mehl mehr haben, ne? Mein Kopf sagt mir, 100 Gramm Mehl. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Bist du sicher, dass es 100 Gramm Mehl waren? Nein, wo du sagst nicht. 100 Gramm Zucker waren es. Ich mach das jetzt einfach nach Gefühl. Scheiß mal auf deine hässlichen Angaben. Kannst du mal, du bist einfach im Hintergrund, du bist am Essen. Meinst du, das finden die Leute gut? Geilen Rührbesen. Ein Schlückchen Butter. Für die Leute, die genau in dieser Sekunde gelandet sind, ich weiß, dass das keine Butter ist, ja? Ganz so blöd bin ich auch nicht. Mir wird das auch jetzt hier ein bisschen zu doof. Jetzt werden wir erstmal diese ganze Prozedur einfach bösartig umkippen. Das wird the best Plätzchenteig. Habe ich mir die Hände gewaschen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist Teig. Fehlt es dir irgendwie an Aufgaben oder? Wer hat denn so einen Schneebesen erfunden? Jetzt hängt die ganze Scheiße da drin. Vielleicht ist der Schneebesen ja auch nicht dafür da, Teig umzurühren. Ja, steht aber nicht drauf, ne? Du, sicher kannst du dir auch nicht sein. Du, heutzutage, was man heute Generation alles macht. Das sieht mir alles jetzt ziemlich doof aus. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Scheiße, da habe ich echt kein Stück Butter. Gib's ja, jetzt hol dir Butter. Gib mir ein kleines Stück Butter. Wie viel Butter willst du? Ja, ist gut. Was ist das? Das ist der beschissenste Teig, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Der besteht ja jetzt nur aus Butter und einem Ei. Wichtig ist es immer, die Ruhe zu bewahren. Oh nee. Richtig nice. Ohne Scheiß. Bevor ich den Teig jetzt ausbreite und ihr alle sagt, wow, das ist der krasse Teig, den ich jemals gesehen habe, werde ich jetzt mal ganz kurz auf Instagram schauen. Das nehme ich. Unterwäsche. Ich habe
euch als Beispiel gegeben, zum Beispiel eine Ente. Was macht ihr? Unterwäsche. Ich mach 3 Plätzchen, würde ich sagen, weil mehr Teig habe ich nicht. Also eins ist Unterwäsche. So ein Spitzentanker oder so. Nächstes. Klaus. Das wird schwer. Klaus. Okay. Ein Plätzchen wird Klaus, ein Plätzchen wird Unterwäsche. Nächstes. Tschupp, jetzt reicht's. Eine Bilou-Flasche. Alles klar. Wahnsinn. Geil! Möchtest du mir mal eine Bilou-Flasche holen? Einen kleinen Klaus? Riech es aus. Ich wollte einfach ein normales Video. Jetzt habt ihr mir es verkackt. Was soll ich backen? Dann backe ich ein BH-Plätzchen. Hey, bring auch eine Unterhose mit. Ich guck, was einfacher ist, okay? Nee, bring keine Unterhose mit. Ich will das nicht. Okay, bring das mir alles. Scheiß drauf. Hm? Nee, ich back lieber nur ein BH. So. Was machst du da jetzt für ein Plätzchen? Der Klaus sieht irgendwie bis jetzt aus wie eine Bilou-Flasche. Der Klaus sieht aus wie eine Bowlingkugel. Original wie eine Bowlingkugel sieht er aus. Eine Kugel ist rund, das weißt du, ne? Ich meine ja auch entgegen. Also ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Das ist die Milchflasche! Das wird der Klaus. Sieht doch jeder. Was mache ich denn jetzt? Soll ich ihn dir halten? Soll ich ihn dir anziehen? Nee, nee. Darf ich ihn dir einfach anziehen? Nein! Ich wusste nicht, dass heute noch sowas passiert. So 2 dünne Trägerchen. Ist ja auch wichtig, dass wir hier detailgenau haben. Das sieht aus wie eine Sonnenbrille. Wie eine Taucherbrille. Ja, okay. Und was war das dritte Plätzchen? Das hatten die Leute mal gesagt. Bilou. Gleich haben wir es. Klack, 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 klack. Klack. Ich werde die ganze Prozedur natürlich jetzt auch nochmal beschriften. Vielleicht merkst du die Kamera dafür. Mal hier auf dieses Blech neigen. Toll, warum sieht der Weihnachtsmann genauso aus wie... die Bilou-Dose? Oh, jetzt tropft es wieder, du. Ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Scheiße! Das ist der BH. Die ganze Prozedur wird jetzt ordentlich verpinselt. Wenn diese Pinselstriche ordentlich nachverfolgt, dann wisst ihr ja, wo ihr der Pinsel die Eier legt. Also dann wissen wir auch wahrscheinlich, warum ich gerade ein BH backe. Können wir es rausschneiden? Nee. So, dann haben wir jetzt hier noch den Weihnachtsmann. Was hat der denn für eine krumme Nase? Haben wir irgendwas, was weiß ist? Oh, hör bitte auf, so enorm zu furzen. Baby, das ist richtig cool. Das ist echt cool, Juli. Puderzucker. Boah, sieht sogar aus wie so ein Bart. Ich bin so ein echt talentierter Typ. Top Friese übrigens auch sehr, sehr geil. So, jetzt, ich mache einfach mal ein Foto und blende euch das ein. Die werden jetzt erstmal fett weggebacken. Die Kamera ist gerade ausgegangen, weil der Speicher voll war. Wir wissen leider nicht genau wann. Ich bin zu der neuen Speicherkarte gesprintet, habe dabei einen Lakritzbonbon auf dem Boden gefunden, habe keinen blassen Schimmer, wie dieses Lakritzbonbon da hingekommen ist und habe es einfach gegessen. Das schmeckt aber lecker. Ah. Das ist dein Kothaufen. Du hättest das jetzt noch ein bisschen gelb mischen müssen. So schwarz-gelb. Vielleicht wärst du so ein Kackbraun geworden. Mit Nutella! Wie schlau ist das denn? Alles hat am Ende nur die Wurst. Hat 2. Autsch! Du, heute ist ein verrückter Tag, kann ich euch sagen. Wir haben nämlich eben schon Bibis Video gedreht und das ist schon ordentlich abgegangen. Das ist der hässlichste Kackhaufen, den ich je gesehen habe. Ja, vielleicht sieht er auch einfach ein bisschen real aus. Weil wer macht halt schon so einen schönen Kackhaufen? Doch mal. Oh mein Gott. Echt jetzt? Nein. Ist das wirklich passiert? Ich werde die ganze Prozedur jetzt einfach mal deftig, heftig in den Backofen stisseln. Was hängt denn hier alles drunter? Ich möchte mich nun vorerst bei euch verabschieden. Klacks! So, da bin ich wieder. Die 18 Minuten sind mittlerweile vorbei. Ehrlich gesagt, ungefähr 3 Stunden sind vorbei, weil ich auf der Couch lag und habe die scheiß Kekse im Ofen vergessen. Okay, aber auf jeden Fall werden wir sie jetzt rausholen. Sie werden mittlerweile kalt sein. Es sei denn, sie haben so ein Eigenleben und entwickeln Eigenwärme. Glaube ich aber nicht. Also gucken wir einfach mal rein. Trommelwirbel öffnen. Jo, die weiße Farbe ist gar nicht abgegangen. Das ist der Klaus. Ey, ohne Witz, deins hat einfach gewonnen, weil deins einfach scheiße aussieht. Du hältst und das scheiße sein das soll. Das hält doch mal schief. Wie hält man denn scheiße richtig? Das ist der Bär. Ja, das ist der BH, der mir leider gerade kaputt gegangen ist. Und das ist die Bilou-Flasche! Die ist echt hässlich geworden. Schreibt mir in die Kommentare, was gut geworden ist. Bitte beachtet jetzt nicht, dass der BH gebrochen ist, weil das hätte einfach jedem von uns passieren können. Klingt irgendwie komisch, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der BH in der Mitte nicht durchgebroken, wäre das auf jeden Fall ein nicer BH geworden. Weil wir müssen jetzt den Geschmackstest machen, ob okay. Deine Plätzchen auch schmecken. Du hast den komischsten Plätzchenteig auf der Welt okay, gemacht. Okay, 3... Bah, das fühlt sich ziemlich knackig an.
Ist da Zucker drin? Oder? Schmeckt ein bisschen wie Zwieback. Das schmeckt richtig, richtig geil. Verdammt. Ja, nur weil sie wieder verliert, die Scheiße. Probier, beiß jetzt an der Kacke ab. Und ist meine Kacke gut? Also, wenn das eine 5 war, ist das vielleicht eine 4. Die Bidou-Dose ist bestimmt geil, ne? Willst du abbeißen? Mach mir gleichzeitig, weil es die Bidou-Dose ist. Der Teig wird einfach nicht leckerer dadurch. Trotzdem werden wir die aufessen. Am besten schmeckt mir die Kacke. Schmeckt. Das war dann eigentlich auch mein Video, ne? Bevor ich mich jetzt hier übergebe oder ähnliches, würde ich gerne einfach mal auf Bibis Video verweisen. Da haben wir uns nämlich ein Geschenk gegenseitig gemacht. Ist abgesehen davon natürlich auch ein super lustiges Video geworden, wie alle. Mein Video ist Kacke und du isst Kacke. Oh. So ein gewisses Maß an Selbstironie ist dann doch immer wichtig, um auf dem Planet YouTube weiter zu existieren. Ich laber nur noch Scheiße. Darum esse ich auch ein bisschen Scheiße. Tschüss. Ciao Leute, danke fürs Einschalten. Dann lasst mir doch gerne mal einen Daumen nach oben, um diese Scheiße hier zu unterstützen. Ich habe noch viele andere Videos. Tschö.